ein Sieg! Ich habe mich gerade mit Sarah über euch unterhalten. Ihr müsst uns unbedingt eine Frage beantworten. Mit Sarah? Dann ist die Frage sicher peinlich. Ja, vermutlich. Tut mir leid. Ihr freundet euch im Nichts mit Geistern an. Also, seid ihr mit einigen von ihnen mehr als nur befreundet? Ihr wisst schon. Oh, mein... Ist das euer Ernst? Hey, das ist doch eine berechtigte Frage. Für einen 12-Jährigen vielleicht. Beantwortet sie einfach mit Ja oder Nein. In Zusammenhang mit dem Nichts oder Geistern ist nichts einfach. Vor allem das nicht. Haha, also habt ihr Erfahrung in diesem Bereich? Das habe ich nicht gesagt. Keine Panik, das bleibt unser kleines Geheimnis. Schwachkopf. Wer ist jetzt hier der 12-Jährige? Eine famose Vorstellung, Inquisitor. Meine Männer konnten die Horde kaum in Schach halten. Bastien Proul, Marschall der großherzoglichen Truppen hier in den Dales. Der Krieg ist vorbei. Gaspard wird niemals Kaiser. Was? Das kann nicht sein. Wir können immer noch kämpfen. Gaspard ist der rechtmäßige Thronfolger. Nein, es ist vorbei. Wir werden dafür bezahlen, dass wir den Usurpator unterstützt haben. Ich habe die Toten von den westlichen Wellen vertrieben. Wirklich? Beim Erbauer, wenn ihr die Welle zurückerobert habt, gibt es noch Hoffnung für uns. Ich würde ja unsere Truppen außerhalb der Dales warnen, aber angesichts des Chaos kommen unsere Boten nicht durch. Dämonen. Diese verfluchten Freikämpfer oder wie sie sich nennen. Ich habe etwas über die Freikämpfer der Dales gehört. Was wisst ihr über sie? Das ist eine Bande von Verrätern. Alles Schwächlinge. Dachten, der Krieg besteht nur aus ein, zwei Scharmützeln und dann geht's wieder ab zu Muttern. War aber nicht so. Also sind sie abgehauen und haben sich dem Erstbesten angeschlossen, der ihren Wankelmut für akzeptabel hielt. Jetzt wollen sie Unabhängigkeit, um nochmal ganz neu anzufangen? Lächerlich! Die Risse ins Nichts sind weg. Ab sofort dürften euch keine Dämonen mehr behelligen. Nun, da die Dämonen weg sind, können wir unsere Kommunikations- und Nachschublinien wieder aufbauen. Der Krieg mag verloren sein. Aber wir können uns dennoch mit Würde zurückziehen, als Soldaten. Warum habt ihr euch hier verschanzt? Wir mussten uns von der Westfront zurückziehen. Die Dämonen und Untoten waren einfach zu zahlreich. Aber hier ist es nicht viel besser. Meine Patrouillen kehren nicht zurück. Nachrichten kommen nicht an. Ich habe seit Wochen nichts aus der Hauptstadt gehört. Wenn wir unsere Vorposten zurückerobern, die Wälle oder sogar die Garnison am Fluss. So geht das nicht weiter. Ich will wie ein Soldat sterben, anstatt mich unter dem Bett zu verstecken und zu beten, dass die Monster mich nicht finden. Ich gehe dann jetzt mal. Guten Tag. Die Freikämpfer haben bei der Erweckung... Benötigt ihr irgendetwas?
Vielen Dank. Weg? Dimmerbauer sei Dank. Vielleicht können wir die anderen jetzt ja warnen. Sind viele eurer Männer gefallen? Was ihr hier seht, ist der traurige Rest. Wir waren einmal 1000 Mann. Nicht zu wissen, was mit den Männern geschehen ist, die nicht zurückkehren, ist das Schlimmste. Sind sie desertiert oder tot? Falls sie tot sind, haben wir nichts, was wir ihren Familien sagen oder schicken können. Viel Glück. Habt ihr da draußen einige unserer Gefallenen gesehen? Viel Glück. Ich habe die Watte reißen lassen. Das darf doch nicht wahr sein. Oh ja. Die Freikämpfer waren Teil des Untotenproblems. Wie das? Alles in Ordnung? Oh ja. Ich hasse es, auf den Tod zu warten. Thank you.
nicht bewegen. Ich will euch helfen. Nein. Kein Sinn. Tod. Ich bin tot. Ich weiß es. Bitte. Bitte bringt das hier zu Kommandantin Jehan. Die Zitadelle. Nördlich von hier. Sagt ihr... Varric, ihr habt schon einmal gegen Korypheus gekämpft? Ich denke zwar nicht gerne daran zurück, aber ja, das habe ich. Und ihr habt ihn getötet. Wart ihr sicher, dass er tot ist? Ja, worauf wollt ihr hinaus, Chris?